Baden-Württemberg International ist die Standortförderagentur des Landes Baden-Württemberg und wir arbeiten an der Zukunft Baden-Württembergs. Wir bringen Baden-Württemberg in die Welt, erhöhen so den Bekanntheitsgrad Baden-Württembergs und wir sorgen auf die Art und Weise auch dafür, dass die Welt zu uns findet und wir holen auch die richtigen Partner aus der Welt nach Baden-Württemberg. Der Bereich Innovation und Talente kümmert sich da speziell so um den Anfang der Kette, nämlich um die Menschen, die wir brauchen, dass wir Ideen haben und dann auch Innovationen haben. Also wir holen Talente nach Baden-Württemberg, beobachten Zukunftstrends, vermitteln den baden-württembergischen Akteuren, was in der Welt passiert an Zukunftstechnologien, an Zukunftstrends und vernetzen auch da die Akteure aus Baden-Württemberg mit den internationalen Partnern. Die Abteilung Innovationen und Talente besteht aus zwei Bereichen. Das ist einmal der Bereich Cluster und Startups und dann der Bereich Talent und Hochschulservice. Ich fange mit dem Talent und Hochschulservice an. Da holen wir die Menschen, die Ideen haben in den Köpfen nach Baden-Württemberg, sei es fürs Studium, sei es für die Karriere in Wirtschaft und Wissenschaft. Und wir unterstützen baden-württembergische Unternehmen auch dabei, die richtigen Fachkräfte für sich zu finden. Und im Bereich Cluster und Startups geht es um das Thema Zukunftstechnologien, Zukunftstrends, die wir in Baden-Württemberg und international beobachten und schauen, wie wir da beides so zusammenbringen, dass es für Baden-Württemberg und aber auch für die Partner im Ausland den größtmöglichsten Nutzen hat. Und die Startups spielen ja eine sehr wichtige Rolle auch bei dem Thema, wie kommen Innovationen in die Wirtschaft. Und hier unterstützen wir Startups mit verschiedenen Dienstleistungen, eben unter anderem auch zur Internationalisierung. Wir arbeiten in Baden-Württemberg mit sehr vielen unterschiedlichen Akteuren zusammen. Das reicht von wirklich Unternehmen, Startups über die Wirtschaft, verschiedenen Wirtschaftsorganisationen und thematischen Landesagenturen bis hin zu Hochschulen und Forschungseinrichtungen, aber auch mit Gemeinden und Kommunen. Das hängt immer so ein bisschen von der Fragestellung ab. Also der Bereich Cluster und Startups bietet für baden-württembergische Akteure verschiedene Veranstaltungsformate an, wo es vor allem darum geht, Innovationstrends oder Zukunftstechnologien aus dem Ausland hier bekannt zu machen, vorzustellen und aufzuzeigen, welche Möglichkeiten die auch bieten für das eigene Geschäftsmodell. Und dann machen wir auch noch sehr viel thematisches Standortmarketing und da geht es vor allem darum, in interessanten Regionen im Ausland zu zeigen, was passiert in Baden-Württemberg, welche Forschungsergebnisse gibt es, wie übersetzen die sich in Innovationen, welche innovativen Unternehmen gibt es und was macht die Stärke des Standorts auch aus. Im Bereich Talent- und Hochschulservice bieten wir international den Talenten verschiedene Beratungsangebote an. Da haben wir vor allem eine Webseite, die heißt CareerStart BW, über die sehr viel auch Fragen beantwortet werden können. Aber wir bieten auch personalisierte Beratungsdienstleistungen an über Webseminarreihen, aber auch über konkrete Einzelanfragen. Und wir unterstützen die Akteure in Baden-Württemberg bei der Suche nach Talenten über gemeinsame Messeauftritte auf Karrieremessen oder auch über die Möglichkeit, Jobs auf unserer Plattform auf CareerStart.bw zu posten. Da würde ich jetzt mit dem Grundrauschen anfangen. Wir erzeugen viel Grundrauschen über digitales Marketing, also über Webseiten, über Arbeit auf Social-Media-Kanälen, auf unterschiedlichen und gehen dann immer so eine Stufe, kann man sagen, näher an den Kunden ran über digitale Webseminarangebote oder dann im nächsten Schritt auch über Veranstaltungen in der Präsenz, sei es Messeauftritte, aber auch ganz spezielle thematische Veranstaltungen, wo wir wirklich gezielt auch Zielgruppen im Ausland dann dazu einladen. Wir bieten den Zugang zu Baden-Württemberg. Baden-Württemberg hat einen spannenden Arbeitsmarkt mit wirklich vielen. Ja, angefangen bei Hochschulen, in der Forschung gibt es unheimlich spannende Arbeitsplätze, da passiert sehr viel. Baden-Württemberg ist zum Beispiel in der Quantentechnologie einer der Top-Standorte in Deutschland und das ist international nicht so bekannt. Und über unsere Aktivitäten zeigen wir den Talenten, was hier passiert und welche Möglichkeiten sie hier auch haben.
Innovation entsteht durch Ideen und Ideen entstehen in den Köpfen von Menschen. Und uns ist es wichtig, dass wir hier in Baden-Württemberg die Menschen nach Baden-Württemberg holen oder auch unsere Menschen aus Baden-Württemberg, die diese Ideen haben, mit den richtigen Partnern im Ausland verknüpfen, damit diese Ideen weiter wachsen können, dass daraus Innovationen entstehen, die ja letztendlich irgendwann ein Produkt werden, das in die Wirtschaft findet. Und mit der Arbeit, mit dem Talente rekrutieren, aber auch mit der Vernetzung über Standardmarketing, über Kooperationsanbahnung im thematischen Bereich und auch über vor allem die Förderung von Startups bei der Internationalisierung versuchen wir genau diese Verbindung herzustellen, sodass Innovation dann auch weiter im internationalen Kontext wachsen kann. Unser großes Ziel ist es, Baden-Württemberg zukunftsfest, zukunftssicher zu machen, weil nur so können wir auch den Wohlstand, den wir jetzt haben, unser Leben erhalten, sichern. Und das können wir nicht auf Kosten anderer, wir können es nur gemeinsam mit anderen. Baden-Württemberg ist schon heute sehr international vernetzt. Wir haben ja eine exportabhängige Wirtschaft, sodass alles, was in der Welt passiert, auch an Krisen direkt auf uns wirkt. Und uns ist natürlich daran gelegen, dass wir mit Partnern so zusammenarbeiten, dass wir gemeinsam mehr haben, also dass nicht wir auf Kosten anderer mehr haben, sondern dass wir gemeinsam mehr haben. Und das ist unser Ziel bei BWI. Standorte wie Baden-Württemberg, die also ja, Hochtechnologiestandorte sind, die wirklich sehr stark auf Wissen bauen, die haben überall weltweit ähnliche Probleme. Sie suchen nach Fachkräften, sie suchen nach Talenten, sie brauchen eine Struktur, eine Wirtschaftsstruktur, die dafür sorgt, dass die Idee auch in ein Produkt übersetzt wird, in ein Geschäftsmodell übersetzt wird. Und da herrscht natürlich Konkurrenzkampf. Und Baden-Württemberg als Teil Deutschlands ist da weltweit nicht so sichtbar. Auch dieser Name ist eher ein bisschen schwieriger, schwerfälliger dann zu vermitteln. Und deshalb ist es notwendig, auch Werbung zu machen, auch zu zeigen, was kann Baden-Württemberg und wirklich auch dafür zu sorgen, dass da Kooperationen entstehen können. Das Spannende, also für mich das Spannende ist die Vielfalt der Themen. Wir sind ja sehr an der Zukunft dran. Wir haben sehr viele Themen, bei denen man erst heute erahnt, wie zum Beispiel bei der Quantentechnologie, was die für eine Revolution auch bedeuten für unser tägliches Leben oder bei künstlicher Intelligenz, da spüren wir es ja eigentlich schon täglich. Das finde ich wirklich spannend, auch die Personen, die man da trifft, die sich mit diesen Themen beschäftigen, aber auch die dafür sorgen, dass diese Themen im Alltag ankommen, finde ich wahnsinnig spannend und wirklich eine Bereicherung auch. Und auch, was ich eine ganz große Bereicherung finde, ist diese Arbeit mit vielen internationalen Menschen, mit unterschiedlichen Blickpunkten, unterschiedlichen Kulturen, wo man dann aber im Kontakt letztendlich doch immer wieder merkt, dass wir alle so dieselben existenziellen Fragen eigentlich stellen. Und da gemeinsam dran zu arbeiten, finde ich wirklich spannend. Alle diese Einrichtungen haben ein ähnliches Problem. Also sie werden als einzelne Einrichtung weltweit vielleicht nicht so sichtbar und wahrgenommen. Und wir als Baden-Württemberg International können mit einem Gemeinschaftsauftritt oder mit einer gemeinschaftlichen Werbung oder mit der Darstellung von Einzelakteuren auf unseren Webseiten oder auf unseren Social-Media-Kanälen einfach für eine größere Reichweite, für eine größere Sichtbarkeit sorgen. Aber auch ganz konkret, wenn man auf einem Messestand bei uns teilnimmt, kann man ganz konkret auch Kontakte schließen. Und das ermöglichen wir, da erleichtern wir den Akteuren in Baden-Württemberg auch das Leben damit und damit hat man auch einen großen Nutzen davon. Thank you.